Managerin bei der General Crypto Offer. Das ist eine Trading-Webseite. Ich spreche, Entschuldigung, junge Frau, ich spreche kein Russisch. Können Sie Deutsch sprechen? Ja, ich spreche Deutsch. Ah, sehr gut. Ich spreche Deutsch. Mazel Tov, wie geht es Ihnen? Bitte, ich kann langsamer sprechen, wenn Sie mich nicht verstehen. Bitte? Nieto, Paruski, do you speak English? Hablo español? No. German? Ja, können Sie dann bitte Deutsch auch sprechen? Deutsch, okay, Deutsch. Ja. Ich bin ein Maler. Ihre Account? Sie sind ein Maler? Für Innen- oder Außenbereich? Mein Name ist ein Maler. Aber, ja, guck mal, die Leute haben gerade geklatscht, weil du es geschafft hast, deinen Satz auszusprechen. Ja. Vajuma, du Blöd. Oh, ist das lustig mit dir. Was möchtest du denn? Bitte? Was möchtest du? What would you like to tell? Also, tut mir leid, auf Idiotisch kann ich es nicht. Sie haben bei uns angemeldet, bei einer von unserer Trading-Plattformen. Dating, ja. Und du bist die erste Kandidatin, oder was? Beschreib dich mal. Beschreib dich mal. Sie haben bei unserer Trading-Webseite angemeldet, deswegen rufe ich Sie. Bitte sagen Sie, haben Sie jetzt Zeit, Ihr Konto zu aktivieren? Ja, ich habe Zeit, mein Dating-Konto zu aktivieren. Beschreib dich mal. Wie groß bist du? Bitte? Ich habe gefragt, wie groß du bist. ASL. Wie groß? Ja, wie groß. So wichtig für... Damit ich weiß, ob du einen Hocker brauchst, wenn ich dir in die Augen schauen möchte. Also auf jeden Fall scheinst du Disco-Musik zu mögen. Das ist schon mal schlecht. Die mag ich nicht. Kannst du gut kochen? Sag mir. Hallo. Also nee. Hallo, nee. Ich frage, ob Sie jetzt Zeit haben, Ihr Konto zu aktivieren. Wir sind die Trading-Plattform. Ja, die Dating-Plattform, genau. Nicht Dating, Trading für Investitionen. Ach so, ich dachte, du willst hier sein. Oh, tut mir leid. Ja, ich habe Zeit. So, haben Sie schon Erfahrung im Trading, sagen Sie bitte. Ja, ich war immer auf, wie hieß die Seite hier, Lavu immer unterwegs und Knuddels früher. Bitte? Ich habe immer bei Lavu und Knuddels inseriert. Haben Sie früher schon getradet, sagen Sie bitte. Ja, sag ich doch, bei Lavu und Knuddels. Kennst du nicht? Demoschka, hallo. Hey, du bist nur in der Leitung, ich kann es sehen. Jetzt rede doch mit mir über deine Dating-Webseite. Hallo. Jetzt hat sie aufgelegt. Wie traurig. Hallo. Hallo. Ja, wer bist du denn? Raju Parvatiya. Ja. Ich grüße Sie, mein Name ist Claudia Schmidt und ich melde mich bei Ihnen. Entschuldigung, was gibt's? Es geht um Online-Handel. Sie haben sich für einen Autoroboter angemeldet, ja? Für einen Autoroboter, genau. Wir wollten jetzt dieses neue Drohnenmodell ausprobieren, damit ich nicht mehr selber zur Pizzeria in Emskirchen fahren muss, ne? Ja. Sie haben sich beim Sparschwein registriert. Beim Sparschwein? Angemeldet. Da habe ich gestern, ich habe so ein Sparschwein, da muss ich immer einen Euro reinwerfen, wenn ich ein Schimpfwort sage. Und bei Leuten wie euch ist das immer ganz schnell voll. Nein, ich habe doch. Das ist Sparprime. Sparprime. Wie groß ist das Sparschwein denn? Was hat denn das für ein Volumen? Nein, ich meine nicht seine, sondern Sparprime. Ja, das habe ich Sie verstanden. Haben, ist das Sie rosa? Haben, Sie haben sich angemeldet dort. Sie ja, genau, genau beim Sparclub. Bei einem Sparfreien Handelskonto. Haben ja. Sie jetzt Computerzugang
zeige ich Ihnen. Ich schreibe gerade so ein Schmähgedicht. Soll ich Ihnen das mal vorlesen? Das würde perfekt zu dir passen. Hast du 2 Minuten Zeit, dass ich dir das vorlesen kann? Können Sie. Ja? Okay, Lesen es geht los. Vor. Okay. In der Schule viel zu blöd, heißt's jetzt Telefon getröt. Statt Karriere, Kind und Frau, wirst du fett und stinkst wie Sau. Von der Familie verstoßen, heißt's nun Bitcoin, Fake, Shop, Lose. Statt Ehre, Anstand, kriminell, hoffst du auf Kohle viel und schnell. Schnell einen Namen ausgedacht, ein schlechtes Skript fix beigebracht. Lahm wie ein Faultier sitzt du da, nicht mal dein Fake-Name ist ja klar. Arme Menschen zu betrügen, erfreut dich jetzt in vollsten Zügen. Doch blöde, sackdumm und debil, wer da arbeitet, der kann nicht viel. Nicht mal betrügen kriegst du hin, schon wegs das dritte Doppelkinn. Bist zu dumm zum Sätze sprechen. Das ist das Beste, was ich mir hier ausgedacht habe. Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Thomas Kottin melde mich vom Investung Academy. Sie haben gerade eine Anmeldung gemacht über Online-Training. Also deswegen, ich habe gerade angerufen. Ja, das ist schön. Sie sind hier sehr schnell. Das freut mich. Zeit ist natürlich Geld. Immer schnell, Mathe, natürlich immer schnell, Herr. Also, ich habe eine Frage erstmal. Haben Sie zu tun mit Online-Training gemacht oder das ist erstmal für Sie? Können Sie mal bitte das Telefon ein bisschen weiter weg vom Mund nehmen? Ist ganz komische Geräusch immer, wenn Sie sprechen. Also, jetzt ist alles okay? Ah, das ist super. Vielen Dank. Was war die Frage? Ich habe leider nicht verstanden. Okay, perfekt. Also, das ist erstmal für Sie. Also, haben Sie zu tun gehabt mit Online-Training? Nein, also, noch gar nicht. Okay. Ich habe mit einem Freund von mir gemacht das und er hat am Wochenende erzählt und ich wollte das ausprobieren. Also, perfekt. Ja. Also jetzt ich habe ein wirklich professionell hier und sie zeigt dir alle Informationen, was sie wollen haben, für Geld verdienen, so jeden Tag online. Also, möchten Sie mitreden? Ja, doch. Also zum Lernen, perfekt. Oder wie ist das? Genau. Ja. Ich werde zeigen, wie das funktioniert. Also. Ja, das können wir gerne machen. Brauche ich einen Termin oder wie funktioniert das? Hallo, einen wunderschönen guten Tag, Herr Zufall. Ja. Ja, hier, ich guten Tag. Ich grüße Sie, Laura Foster am Apparat. Ich habe Sie angerufen, weil Sie haben gerade eine Anmeldung gemacht in einer von unseren Werbungen. Ja. Und ich möchte gerne, dass ich mit Ihnen ein paar Informationen mitteilen über Online-Trading. Ja, gern, doch. Haben Sie schon mal eine Erfahrung gehabt? Mit der Finanzgeschichte, nein. Das ist das erste Mal für mich. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Nein, das ist natürlich also nicht schlimm, ja? Das ist also, sehr gut. Mazel tov. Okay. Was haben Sie ganz genau in der Werbung gelesen, bitte? Was habe ich gelesen? In der Werbung. Haben Sie gelesen? Ich möchte mir anschauen, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und solche Sachen. Wenn möchte ich ein bisschen Taschengeld verdienen. Kann man das bei Ihnen machen? Genau. Also ein Mindestkonto zum Aktivieren fängt an mit 250 Euro, ja? Ja. Ein normales Konto mit 500 und ein starkes Konto mit 1000. Und was heißt denn ein starkes Konto? Ist das dann besser als ein anderes Konto? Ja, ja, also, warum? Das ist ein starkes Konto, so werden Sie ein starkes Kapital haben, da können Sie also mit Ihrem Account Manager arbeiten und so werden Sie von unserer Seite auch also als 50% Bonus bekommen, ja, damit Sie die ersten 2 Wochen unserem Unternehmen zu testen, wie werden wir für Sie arbeiten. Das mit dem Bonus habe ich gerade nicht verstanden, was 50 Euro Bonus, das ist gut. Also 50% werden Sie als Bonus bekommen von unserer Seite. Aha. Damit Sie die ersten 2 Wochen, unserem Unternehmen zu testen, wie werden wir für Sie arbeiten und wie viel Profite werden wir für Sie erreichen? Sie wollen für ja? mich arbeiten? Ja.
Ja, haben Sie Gewerkschaft oder machen Sie freiberuflich? Nochmal bitte. Wenn Sie anfangen, also, für mich zu arbeiten, brauchen wir Vertrag, also, oder nicht? Darum frage ich, sind Sie bei Gewerkschaft? Was für einen Vertrag brauchen Sie bitte? Für die Sklavenhaltung? Oder habe ich das also falsch verstanden? Nochmal bitte. Also ich bin ein Finanzberater, ja? Ja. Und ich erkläre Ihnen, wie es mit unserem Unternehmen geht. Und danach, wenn Sie entschieden, mit unserem Unternehmen zu arbeiten, werden wir das Handelskonto aktivieren und mit dem Arbeit anfangen. Was für einen Vertrag sagen Sie? Ja, ich weiß ja nicht. Ich muss ja Fragen stellen, wenn kenne ich mich nicht aus. Nein. Also, Sie brauchen keinen Vertrag haben, ja? Na gut. Sie werden Ihr persönliches Handelskonto haben, da wo werden Sie das Kapital haben. Und mit einem von unseren besten Account Manager arbeiten. Er wird für Sie arbeiten und in der gleichen Zeit werde er Ihnen also auch über den Market informieren und die Sicherheitssignale mitteilen. Über wen wird er mich informieren? Über Marcel? Wie über Marcel? Sie haben doch gerade gesagt, er wird mich über Marcel informieren. Market, nicht Marcel. Wer ist Market? Ist das ein indischer Name? Hallo? Ja, das ist ein englischer Name. Ein englischer Name? Das ist sehr schön. Genau, das ist... Also. Ich mag Briten. Herr Zufall, mit wie viel... Deine Verbindung ist sehr schlecht. Jetzt kann ich dich schon wieder nicht hören. Jetzt können Sie mich hören? Ja, ist Telefon runtergefallen? Telefon runtergefallen? Ja, bei dir oder nicht? Bei mir nein, nicht. Nicht? Das ist gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Und passen viel? Sie auf, dass Ihr Telefon nicht runterfällt. Wie viel ja? kann ich einbezahlen bei Ihnen? Sie können das in der Marcel einbezahlen. Mit Marcel? Geh dich ficken, du Schlampe. Mit Marcel können Sie das schicken. Schönen Abend noch. Schlampe? Schlampe, deine Mutter. Ja, guck in den Spiegel. Das ist meines. Verpiss dich. Du hast bei mir angerufen. Leg auf. Das ist ein Reiche, rede ich mit Eduard Ziegler, genau. Ja, der ist am Telefon. Hallo? Und wer sind Sie? Sie sind sehr ungeduldig, kann das sein? Mein Name ist Lukas. Mein Name ist Lukas, ich bin ein Berater von der Firma Shop und einer Apotheke. Und ich habe Sie angerufen wegen einem Produkt. Haben Sie vor einiger Zeit her ein Bestellformular für ein Produkt Amarok ausgefüllt? Ja, in der Tat. Ein Medikament gegen Prostatis, genau. Prostatis, ja? Genau, oder? Korrekt. Ja, und seit wann haben Sie Probleme mit der Prostatis? Ach, seit zahllosen Jahren. Ich bin bereit, alles auszuprobieren. Haben Sie schon einmal andere Medikament? Ja. Und haben Sie schon einmal andere Medikament gegen Prostatis verwendet oder das ist die erste Mal? Ich habe selbstverständlich alles probiert, was es gibt. Aspartam, H2O, Glutamat, ich habe alles versucht. Mhm. Und für diese Blutgruppe Amarok, das ist vor einiger Zeit produzieren, ist ein sehr effektives Mittel gegen Prostatis. Also ist eine Kombination zwischen Öl und Avocado, enthält Ballaststoffe, pflanzliche Komponenten, Vitaminen und Minerale zu. Und das Hauptvorteil besteht darin, können dass... Können Sie mal vernünftig sprechen? Ich kann überhaupt nicht verstehen, was Sie sagen. Ich sage, dieses Produkt ist ein sehr effektives Mittel. Gegen Sind Sie Prostatis. Ein Arzt oder wie können Sie das einschätzen? Nein, ich bin ein medizinischer Berater, aber ich erkläre alle Inhaltsstoffe, verstehen Sie, so was enthält, ist eine Kombination zwischen pflanzlichen Komponenten, Vitamin und Mineralen zu. Ist da denn H2O drinnen in diesem Produkt? Was? H2O, ist das da enthalten in diesem Produkt? Ja. In welcher Konzentration? Und auch dieses Produkt, was? In welcher Konzentration, Sikreta? Es gibt keine Chemikalkomponente in diesem Produkt. Ja, dann ist es aber auch kein Medikament.
Nein, das ist ein Medikament, aber es gibt kein Chemikalkomponent, dieser Medikament. Ist 100% Deo, ist klinisch getestet. War schon 100% Deo, hat er das gerade wirklich gesagt? Ah, ja. Er ist 100% natürlich. Für das keine Sorge. Und wo bist du denn weggelaufen? Die Blutzirkulation. Was? Ich habe gefragt, wo du weggelaufen bist. Du bist ja für sämtliche Aufgaben des Alltags vollkommen ungeeignet. Kann ich weiterreden? Sie verstehen überhaupt nicht, was ich sage. Das hat überhaupt keinen Sinn, sich mit Ihnen zu unterhalten. Ja. Ich verstehe, dass Sie machen jederzeit Ihre Frage, aber ich muss diese Produkt präsentieren, wenn Sie haben Zeit. Das ist aber keine Präsentation. Sie lesen Sachen vor, die Sie selber überhaupt gar nicht verstehen. Geben Sie mir mal bitte einen anderen Berater. Verstehen Sie? Oh, Bossi, verstehen Sie, was ich sage, oder nein? Ja, geben Sie mir mal Ihren Boss, wenn Sie es so wollen. Möchten Sie für dieses Produkt zu reden, oder was? Ich möchte mit jemand anderem sprechen. Sie verstehen nicht, was ich sage. Alter, tschüss. Verschwinde, du scheiß Betrüger, du dreckiger Elender. Was ein Pack, Alter, medizinischer Berater. Man kann kein Wort klar aussprechen, ohne sich dabei die Zunge zu brechen. Widerlich. Meine Güte, und da stecken Leute, die vielleicht wirklich verzweifelt sind und so in letzter Hoffnung ein Schweinegeld rein. Und dann hast du da irgendwas, ein bisschen Avocadoöl, ein bisschen Salz und ein Milky Way zusammengeschmissen, zweimal umgerührt. Was für ein Pack. Mensch, und Tag, Herr Schäfer, Ihr Berat, kann ich jetzt mit Dorian Wittermann sprechen? Rufen Sie mit Stimmverzerrer an. Hallo, wer ist da? Bitte? Stimmverzerrer? Ja, warum soll ich mit einem Stimmverzerrer anrufen? Weil sie das total komisch anhört. Das weiß ich nicht. Vielleicht liegt es an ihrer Leitung. Keine Ahnung. Sprich bitte weiter. Ich finde das lustig. Ja, gerne doch. So, Helga Schäfer hier von der Deutschen Treuhandgesellschaft, Mahnabteilung. Aha. Es geht darum, Sie hatten sich ja vor 3 Monaten bei der staatlichen Lotterie registriert und dieses hätten Sie fristgerecht kündigen müssen. Aha. Das haben sie bis heute nicht gemacht und der Vertrag hat sich nun verlängert um 12 Monate an 79,90. Oh nein, wirklich? Mhm. Das ist schlecht. Was können wir da machen? So, was ich jetzt machen kann, ich kann es höchstens auf 3 Monate umstellen, dann sind sie noch 3 Monate mit Gewinngarantie dabei, können es dann nochmal fristgerecht kündigen. Wann muss ich das dann kündigen? Muss ich mir gleich aufschreiben? Mhm, können Sie gerne machen. Mhm. Ja, so, das erkläre ich Ihnen erst. Erstmal sagen Sie mir, ob Sie überhaupt Gebrauch vom Sonderkündigungsrecht nehmen möchten und ich Sie von 12 auf 3 Monate umstelle. Na, Sonderkündigungsrecht ist ja eigentlich nach handelsgesetzlicher Definition eine Vertragsbeendigung und nicht eine Verkürzung. Nein. Na doch. Nein. Sonderkündigungsrecht heißt, dass ich Sie von 12 auf 3 Monate umstellen kann, Sie noch 3 Monate mit Gewinngarantie dabei sind und danach ist nochmal auf die Unterlagen, die ich Ihnen zuschicke in den nächsten 10 Tagen, Sie nochmal fristgerecht kündigen können. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, dann machen wir das. Okay, Sie wohnen noch an der Bischdeiche 21 in Baden-Baden, 76534. Ja, immer noch. Einmal Ihr Geburtsdatum zur Bestätigung Ihrer Person. Ja, 8. Mai 86. Das ist schon mal falsch. Was heißt, das ist falsch? Ich weiß doch, wann ich geboren bin. Ja, aber es war hier bei mir nicht so eingegeben worden. Da ist das falsch gemacht worden. Da kann ich ja nichts für. Ich bin ja nicht da am Computer. Ich denke mal, Sie finden das ein bisschen lustig und machen sich gerade albern über die Sache, aber ich leite Ihre Akte unbearbeitet mit den 12 Monaten weiter. Du bist live auf YouTube. Du bist live auf YouTube, du Betrügerschlampe. Geh dich verpissen. Hey, YouTube, hört ihr mich alle? Scheißpack, Dummes. Ich mache nur meine Arbeit. Du bist eine Kriminelle. Ich mache mal auf Ihre Unterlagen besser auf. Du bist eine Kriminelle. Kriminelle bist du. Was ein mieses Scheißpack, ein dummes. Herr Brote? Ja? Ich spreche mit Herrn Brote. Ja? Okay, Herr Brote, Katrin Weber ist da. Wir haben gerade ein bisschen gesprochen. Die Verbindung war weg einfach, ja? Ja, die war einfach weg. Mhm. Okay, Sie haben mir gesagt, dass Sie im Bereich von Handel eine kleine Erfahrung haben, richtig? Ja, so ein bisschen eBay, ein bisschen Flohmarkt, ein bisschen Amazon Marketplace und so, aber
Ich will jetzt mal richtig investieren. Okay, Herr Bruder, Sie haben mir nicht gesagt, welche Zahlungsmethode Sie benutzen, weil ich einen entsprechenden Link dazu senden möchte, ja? Damit ja, aber du willst immer nur, hör mir mal zu, du willst immer nur Geld von mir haben. Du hast mir noch gar nicht erzählt, was die Firma bieten kann. Was macht ihr denn? Unsere Firma gibt einige Dienstleistungen für die Anfänger und die professionellen Kunden. Ja, ja? Welche? Welche Dienstleistungen kriegen Sie zum Beispiel? Sie werden mit unserem Finanzberater alles verbunden, wie Sie Ihren Profit maximieren oder wie läuft das oder wie Sie das Geld in Umlauf bringen können und so weiter, ja? Rufst du aus Spanien oder an? Wie bitte? Rufst du aus Spanien an? España? Es zeigt sich nicht, Herr Bruder. Na doch, das Telefon ist plus 32, das ist Spanien, spanische genau. Telefonnummer. Genau, Herr Bruder. Aber wir haben verschiedene Filialen und das System erlaubt solche Möglichkeit, damit Sie kein Geld für den Anruf bezahlen, ja? Ich bezahle doch kein Geld, wenn nicht jemand anruft. Genau. Was ist das denn für eine billige genau, Ausrede? Genau, Herr Bruder. Okay, lassen wir das, ja? Ja, also ich merke, du hast keine Argumente, bringt nichts darüber zu reden, ne? Wie viel kann man verdienen bei euch in einem Monat? Wie bitte? Wie viel? Weiß nicht, was haben die Spanier denn? Haben auch Euro, ne? Wie viel Euro kann man bei euch in einem Monat verdienen? Pesetas. Wie viel Euro kann man verdienen? Aha. Durch die Plattform. Es ist unterschiedlich, Herr Bruder. Dusche? Zum Beispiel, wenn Sie mit 1.000 das Konto aktivieren, kriegen Sie mehr als beim 500 oder 250. Wow, wirklich? Genau. Oh, du kannst ja rechnen, ich bin begeistert. Du bist ein Premium-Subjekt. Wir sind hier wieder bei einer neuen Folge von Steve Irwins Callcenter Schimpansen auf dem Weg in die Heimat. Wir haben hier scheinbar eine Anführerin Bruder, gefunden. Ja? Herr Bruder, sagen Sie mir bestimmt. Was soll ich dir sagen? Bestimmt sagen Sie mir, mit welchem Betrag möchten Sie gerne das Konto aktivieren? Ich muss mal da entsprechend den Link senden. Ja, ich möchte das Konto aktivieren. Mhm. Okay, dann i.bro998@zone.to. Nee, das muss ist Ihre E-Mail-Adresse. Ja, ich gebe dir mal andere E-Mail-Adresse, weil die ist bei meinem Handy. Ein Handy ist kaputt. Okay. Schreib mal auf, andere E-Mail-Adresse. Können Sie mir bitte Ihre richtige E-Mail-Adresse diktieren? Ja, Telefon, wie das Telefon. Moment. Telefon? Telefon, ja. Einfach die Buchstabe T oder... Nein, das Wort, Telefon. Oh, das wird wie, das kann Telefon. Ja nichts alles werden. Ja. Nein? Ja, natürlich, bei einer E-Mail-Adresse macht es keinen Unterschied, ob du groß oder klein genau, schreibst. Genau. Und dann ich weiß, das Wort Telefon, dann und dann Ziege, wie Schaf, nur mit Ziegebock. Wie bitte? Ziege. Ziege, wie den Tier, mit den Hörnern dran. Und dann? @gmail.com. Telefonziege@gmail.com. Was ist so schwierig? Moment. Wie hoch ist der Durchschnitt? Ich habe ein Hallo gesendet. Du hast was gemacht? Prüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe ein Hallo gesendet. Inseltraum Bali, Lebenstraum Nordkap, aber das ist nicht von dir, ne? Herr Bruder, haben Sie bekommen? Nein. Wie hast du geschrieben? Buchstabieren. Telefon. Aha. telefonfiege@gmail.com. Ziege, wie Ziegenbock. Soll ich buchstabieren das Wort? Mann.
Los, komm, ich buchstabiere dir jetzt Ziege, sonst klappt das dort überhaupt nicht. Zeppelin, Ida, Emil, Gustav, Emil. Ziege. Mhm. Ziege, ja. Ach komm, heute noch. Da wollen noch andere von mir durch den Kakao gezogen werden. Ich bin dabei, Moment. Du bist doch Finanzexperte, warum brauchst du so lange zum Tippen? Hast du kein Zehn-Finger-System gelernt in der Sonderschule? Ey, Telefon, Ziege, gmail.com. Wo ist eigentlich die Kette? Okay. Hallo? Ich bin da, Moment. Ja, wo ist die Kette? Ich habe nochmal ein Hallo gesendet. Vielleicht solltest du eine Anmeldung zur Abendschule schicken. Mal gucken, ob das jetzt gekommen ist. Aber sag mir erstmal, wo die Kette ist, bitte. Herr Bruder, was fragen Sie mir? Entschuldigung. Ich frage dich, wo ist die Kette? Welche Kette meinen Sie? Die, mit der ich dich durch den Dreck gezogen habe. Jetzt hat das aber lang gedauert, ey. Ich kann es nicht mehr vertragen. Tschüss. Verpiss dich, du bist... Ey, scheiße, ich krieg ja, kann nicht Ziege schreiben, kann nicht Telefon schreiben, sucht wahrscheinlich mit der Hilfe von drei anderen Minderbemittelten da die einzelnen Tasten, wenn du was buchstabierst. Oh, mal gucken, ob im Laufe des Jahrhunderts ihre E-Mail noch ankommt. Das ist nicht zu fassen. Guten Tag. Herr Fenig, richtig? Was? Mutter Fenig, richtig? Genau. Was auch immer du gesagt hast. Okay. Super. Mein Name ist Tanit Fiona. Ich bin ja persönliche Kontomanin. Oh Mann, mein Name ist Tanit Fiona. Halt die Schnauze. Wo finden die immer diese dummen Leute, die kein Deutsch können, nie in der Schule waren, nicht ordentlich reden können und sich anhören wie Eichhörnchen im Mixer? Woher? Sag mir. Wie bitte? Genau, das war meine Frage. Geld verdienen. Ja, also ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung, ja, auf unsere Software. Sie möchten mit unserer Software arbeiten, ja. Und sprich mal lauter, ich verstehe überhaupt kein Wort. Noch einmal, ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung. Sie haben sich bei uns angemeldet, ja, um online zu handeln. Ja, gib mir mal jemanden, der richtig Deutsch kann. Du kannst nicht richtig Deutsch sprechen, Devoschka. Und das ist Problem für Sie? Ja, klar ist das Problem. Wenn ich Geld verdienen will, muss ich verstehen, was das soll. Kann ich nicht mit irgend so einem Meerschweinchen reden, das gerade versucht, wie ein Aber Hamster zu sprechen. Nicht. Oh, gib mir deinen Chef. Los, ich will Geld investieren. Nein, ich kann nicht geben. Jetzt meinen Chef. Was soll ich immer machen? Es investiert doch keiner, weil wenn du so eine Krabbe am Telefon hast. Glaubt ihr denn wirklich, dass da jemand Geld rausholt? Das ist so, wenn du irgendeinen Obdachlosen in die Zentralbank setzt. Sie investieren nicht auf unsere Software oder unsere Unternehmen. Ja, ihr seid kriminelle Schweine, seid ihr. Wir haben eine Applikation für den Handel, ja? Und kriminelle. Diese Applikation wird auf Ihrem Gerät. Ah, du bräuchtest in deinem Gerät mal ein Gehirn, verdammt. Scheiß Betrügerpack. Ihr hört euch alle gleich an. Seid ihr Roboter? Warte, ich gebe dir mal meinen Kumpel. Warte mal. Hallo? Ja, Ihr Handelskonto noch nicht aktiv. Ja, do you speak English, madam? Ich spreche Deutsch. This is Abu Dalim Nahasa Pima Petilan calling from India Technical Support. Your computer very broken, okay? Noch einmal, ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung. Ja, nicht über Computer. Was Computer? Deine Computer kaputt. Ich Reparatur machen. Hast du AnyDesk oder TeamViewer? Nein. Aber wir müssen Reparatur machen. Soll ich einmal buchstabieren? Machen Sie eine Fenster bei Firefox und lassen Sie den Maus frei? www.teamviewer.net Und dann Download machen. Warum brauchen Sie TeamViewer oder AnyDesk? Dann müssen wir Reparatur von Ihrem Computer machen. Ja, wir sprechen jetzt über Ihr Handelskonto. Ja, wir müssen Ihren Computer Reparatur machen. Und warum brauchen Sie AnyDesk? Zu Reparaturen machen, Technical Support, Fernwartung, right? Ich bin Microsoft-zertifizierte Technical Supporter again, right? Ich kann sie repariert machen. So aktivieren Ihr Handelskonto, Sie brauchen nicht
Diese Team Bieber oder... Team Bieber, sie hat es gesagt. Das heißt nicht Bieber, scheiße, das heißt Viewer. Team Bieber, sie hat es gesagt, verdammt. Tabasco, wo ist das Titelbild für dieses Video mit dem Bieber? Ah. Ja, vielleicht ich habe erzählt. Aber was hast du erzählt? Kein Problem. Doch, ist ein großes Problem. Du verstehst überhaupt nicht, was ich sage. Ich will Fettkohle verdienen. Nee, ich verstehe sehr gut. Aber ich gehe doch verdammt nochmal, wenn ich ein Brötchen will, gehe ich doch auch nicht zum Bauarbeiter. Warum sollte ich mit Finanzfragen zu jemandem gehen, der nicht einen Satz gerade sprechen kann und seinen eigenen Namen nicht weiß? Was soll aber das? Aber weiter, Sie müssen nicht mit mir arbeiten. Ja, Sie erhalten ein automatisches System. Ja, aber das automatische System wird von irgendwelchen gehirnbefreiten Typen bedient. Die Sätze, die Sie sprechen, die sind in irgendeinem Pool, wo die reingreifen, auf Fälle geschrieben. Nimmst einen Set, einen Ball raus, guckst, was da draufsteht und liest das vor, dann nimmst du den nächsten, egal was ich sage. Oder? Ich will Geld verdienen. Ja, okay. Wie viel kann man bei euch verdienen? Ich kann das echt, ich bin echt bald reif für die Forensik, wenn das so weitergeht. Wie viel kann man verdienen, sag mir. Und schlaf nicht ein beim Nachdenken. Sie können ungefähr von 3-5% für die Summe, ja, die Sie auf Ihr Handelskonto haben, pro Tag verdienen. Ja, natürlich. Ja, also das heißt, wenn Sie mit Mindestbetrag... Mit 150% im Monat. Wer glaubt denn diese Scheiße, Leute? Übertreibt doch nicht so. Das ist doch gelogen alles. So, noch einmal. Wenn Sie schaffen mit... Was? Sprich langsam und deutlich. Gib mir jemanden, der Deutsch kann. Das macht doch überhaupt keinen Sinn so. Du liest nur irgendeinen Zettel vor und weißt selber nicht, was da drauf steht. Ich spreche normal. Also wenn das normal ist, will ich nicht wissen, unter welchem Stein du hervorgekrochen bist. Wo spricht man denn so? Aus welchem Land kommst du, sag mir. Weil Sie müssen nicht verstehen mehr. Was? Für Sie ist es ein Problem. Aber Sie wollen nicht sprechen mit mir. Ne, du verstehst doch gar nicht, was ich sage. Ich will Ihnen jetzt verstehe. Du verstehst überhaupt nichts. Tschüss. Du bist live. Alter, die war ja wirklich jenseits von Gut und Böse. Ich habe ja schon viel erlebt, aber das ist in den Top 5 irgendwie so drinnen. Unglaublich. Ja, hallo, wer ist da? Spreche gerade mit Osman Paraniva. Ja. Ich heiße Marco Schleiermann, ich komme aus finanzielles Unternehmen Bayer Group. Aus was? Finanzielles Unternehmen Bayer Group. Sie haben sich bei einer unserer Online-Handelsplattform angemeldet. Right. Immediate ja. Edge, Chain Reaction. Was? Kettenreaktion? Gemini. Kettenreaktion, ja. Ja? Was denn? Was soll ich machen? Also eigentlich rufe ich Sie, weil Sie Ihr Handelskonto noch nie aktiviert haben. Und vielleicht haben Sie irgendwelche Fragen, oder? Ja, ich möchte gerne eine Geldverdienung machen, right? Indische Rupien. Ja, genau. Hallo? Hallo? Ja? Ja, ja. Ja? Ich höre zu. Geld. Ja, mit dieser, also eigentlich mit unserer Plattform und mit unserem Finanzberater können Sie Geld verdienen. Ja, das stimmt. Ja, wie viel? Europa oder Dollar? Also eigentlich, es hängt an, wie viel Sie investieren nach uns. Aha, okay, 3 Sack Ziegenhaare. Wie viel Geld kann man bekommen? Mit minimaler Summe 250 Euro. Nur mit automatischen Einstellungen, mit künstlicher Intelligenz, können Sie von 5-7% täglich verdienen, von Summe auf Ihrem Betrag. Okay, das ist sehr gut. Ja, und hallo. Mit Ihrem Finanzberater können... Ja, hallo. Hallo, guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen. Herr Dorina? Ja? Wie bitte? Herr Dorina? Ja? Nein. Guten Tag. Ja, wer ist da? Ich heiße Vivian Klein. Ich bin Ihr persönlicher Kundenbetreuerin. Ich rufe Sie von Gainful Market. Das ist ein automatisches Handelssystem. Okay.
Und Sie sind Sie die Kollegin von der anderen Kollege, der ist auch am Telefon? Nein, das ist keine meine Kollegin. Hier jetzt drei Personen bei Telefon. Hallo. Können Sie andere Person auflegen? Ist er noch bitte? Da? Kollege, bist du noch da? Alex? Ja, bin ich das da. Das ist nicht meine. Ist das deine Kollegin, die Frau? Nein, weiß ich nicht. Nein, das ist nicht meine Kollege. Das ist nicht meine Kollege. Vielleicht das ist ein Vermittler. Achso, weil ich möchte Geld verdienen. Wie haben Sie mich genannt? Frau Dorina, legen Sie bitte auf. Hallo? Nicht so mit der Frau reden. Frau Dorina, legen Sie bitte auf. Bist du kein Gentleman? So kannst du nicht mit der Frau reden. Also, diese Frau, weiß ich nicht. Ne, welche Firma jetzt anrufen? Ich nicht verstehen. Wer will meine Geld verdienen? Ich rufe Sie von CoinSearch. CoinSearch? Ja, unser Unternehmen heißt Gainful Markets. Okay, und was möchten Sie bitte? Gainful Markets. Ich möchte sicher bin, dass ich spreche nur mit Sie und nicht mit anderen Personen. Sagen Sie mir bitte, können Sie andere Personen auflegen? Ich bin immer noch da. Nein. Warum sagen Sie mir aufzulegen? Ja. Wer soll jetzt auflegen? andere Person, der nicht mein Kollege ist. Ist das Chef oder Manager? Wir sind eine Unternehmen. Also, verzeihen Sie bitte. Das ist Moment, Herr, verstehen warten Sie? Warten Sie bitte. Das ist Herr Dorina. Gut, Herr Dorina. Also, ich spreche mit Osman Faranira. Stimmt das? Ja, wir sprechen. Hallo. Ja? Ja, ich spreche gerade mit Osman Faraniva. Ja? Ist das richtig? Und wer ist das, Frau? Ist das dein Chef? Nein, und es gibt keinen Herrn Dorina, ja? Wir sind nicht von einem Unternehmen. Vielleicht warten das ist Sie eine bitte. Vermittler. Verstehen Sie, Herr Dorina? Ich rufe Sie von offizielle Handelsplattform, Gainful Markets. Und ich bin Ihr persönlicher Kundenbetreuerin, verstehen Sie? Moment mal. Wer ist Herr Dorina? Wer ist die andere Frau? Wer ist der Mann? Warum alle Menschen hier anrufen? Wer ist Herr Dorina? Warum möchten Sie mit Herr Dorina sprechen und es gibt keinen Herr Dorina hier? Doch, das ist mein Bruder. Sie sind dort zusammen, ja? Warte, ich hole meine Bruder bei Telefon. Warte mal eben. Komm mal her. Einverstanden. Dann soll diese Frau mit ihrem Bruder sprechen, ja? Ja, okay, die Frau... Guck mal, mein Name ist Dorina. Was ist das Problem? Warum rufen an? Ich brauche nicht Herr Dorina. Ich brauche Osman Faraniva. Ja, hier? Ja, das ist mein Bruder. Der ist neben mir. Hat doch ganze Zeit mit ihm sprechen machen. Okay, warte mal. Ja, gut. Kollege, Es geht um Geld zu verdienen, oder? Oder mit dem Bruder zu sprechen. Nein. Meine Bruder jetzt mit den Frau sprechen und ich mit sie sprechen, okay? Ah, gut. Ja, machen wir das. Ladies first. Ja, hallo, Frau. Oh, jetzt haben die haben beide aufgelegt. Das gibt's doch nicht. Oh, mein Gott. Nochmal? Wer ist da? Ach so, legst du das auf die Linie? Ihre persönliche Kontoberaterin vom Finanzmarkt. Wer ist auf der Linie? Legst du das meinen Namen, Herr Hiroshima? Ich bin Ihre persönliche Kontoberaterin vom Finanzmarkt. Sie sind in unserem Projekt angemeldet, ja? Ja, für welches Projekt sind Sie denn angemeldet? Bei der Entenbesamung? Also Herr Hiroshima, es geht um Finanzmarkt. Es geht um Möglichkeit, automatisch Geld zu verdienen. Sind Sie neu hier oder haben Sie schon Erfahrung im Bereich? Ich wohne schon seit 30 Jahren in Deutschland. Und Sie? Mhm. Und wie war Ihre Erfahrung? Ziemlich scheiße. Ach so, warum? Na, die Leute sind hier alle so unfreundlich, ne? Und was war das Problem? Vielleicht haben Sie verloren, oder? Ja, ich habe mein Portemonnaie verloren, ne? Und das ist mir dann nicht wiedergegeben. Also ohne Inhalt nur wiedergegeben worden. Ne? Mhm. Und Herr Hiroshima, das haben Sie selbst gemacht oder hätten Sie einen Finanzexperten?
Ne, ich habe mich ja nicht selbst beklaut, ne? Mhm. Also, Sie sind Anfänger vielleicht, ja? Ich bin in Rente. Mhm. Okay, Herr Hiroshima, also meine Arbeit ist Ihnen eine richtige Plattform empfehlen, wo Sie kein Risiko hätten. Natürlich und logischerweise empfehle ich Ihnen Anfängerplattform. Dort eine selber Waschbitte? Machen Sie eine Anfängerplattform. Was also bedeutet dort, das? Schauen Sie, dort selber machen Sie gar nichts. Sie bekommen vollautomatisches Handelssystem, das ist ein Robotsystem. Die arbeitet selbst mit mathematischem Algorithmus. Also, wie gesagt, das arbeitet mit mathematischem... Das Wort, das Sie versuchen, das Suchen heißt Algorithmus, ne? Nur nochmal so nebenbei. Ja. Dass die Leute also, auch verstehen, um was das geht, ne? Nochmal? Damit die Leute verstehen, um was es geht. Also, schauen Sie, es geht um Möglichkeit, automatisch Geld zu verdienen. Es geht ohne sich um Folgendes. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja. Also, mit diesem Robotsystem, Herr Hiroshima, können Sie automatisch jede Zeit Geld zu verdienen, weil da es hat keine Feiertage oder keine Wochenende, sondern arbeitet mit, also ganzen Tag, ganz Monat und ganz Jahr natürlich. Aha, okay. Und wie viel Profit kann man machen bei deiner? Nochmal? Wie viel Profit kann man bei deiner machen? Also minimal, Herr Hiroshima, können Sie 10-15% Profite schaffen. In einem Jahr? Das ist minimal. Nein. Wann denn? Pro Woche, meine ich, Herr Hiroshima. In einer es Woche? Geht um, genau, es geht um, oh ja, es geht um Algorithmus. Ich habe das dritte Mal die Stimme gewechselt. Man merkt, dass du einfach überhaupt nichts schnallst. Du willst aber Leute hier Finanzdienstleistungen verkaufen. Und wie viel kostet das? Herr Hiroshima, schauen Sie, Sie bekommen wie diese Robotsystem, Sie bekommen auch Finanzexpert. Das ist der Person, die organisiert ganz Handelsprozess für Sie. Also das ist erfahrene Mensch, die arbeitet einen Termin für bei Sie. Der Lebensberatung. Ey. Und was kostet genau, das? Minimalkapital ist 250 Euro, Herr Hiroshima. Dann kommt 500 Euro. Maximal können Sie 1000 Euro investieren. Also das ist Ihre eigene Auswahl natürlich. Aha. Probieren Sie das? Also welche Summe ist für Sie passend? Was meinen Sie? Also in etwa 350. 250 meine ich. Nee, in etwa 350. Okay. 350. 350 meinen Sie? Ja, ja, klar. Okay, also Herr Hiroshima, schauen Sie, wir zusammenarbeiten mit zwei internationalen Kreditkarten. Mhm, ich glaube, du arbeitest eher mit zwei Gehirnzellen zusammen. Mal gucken, ob du es bei dem Stimmenwechsel jetzt merkst. Nochmal bitte, akustisch habe ich nicht verstanden. Ja, das merke ich. Wie lange machen Sie das denn schon? Was meinen Sie, Herr Hiroshima? Also unsere Firma vor Schmerzen heißt... schreien, weil du so gnadenlos dämlich bist. Tut das weh? Können Sie laut sprechen, Herr Hiroshima? Oh, wie laut soll ich denn noch schreien? Ich glaube, Intelligenz hat nichts mit akustischer Wahrnehmung zu tun. Also bringt jetzt auch nichts, also, wenn ich schreie. Also ich höre Sie natürlich, aber Ihre Stimme kann ich nicht hören. Genau deswegen also muss ich Ihnen sagen, dass können Sie laut sprechen? Ist so besser? Also, wir sind nicht im Kindergarten, ja? Was bist du? Möchten nicht du. Doch. Ich bin kein Du. Mach hinter das Du also. Nochmal zwei M, dann weißt du, was du bist. Ey, Devoschka. Warum sind Sie so negativ zu mir, Herr Hiroshima? Na, das war jetzt aber ziemlich rassistisch. Das heißt maximal pigmentierte Mitbürger mit Migrationshintergrund. Du kannst sowas nicht sagen. Ich möchte Geld verdienen. Okay, ich versuche es, meine Arbeit für Sie zu tun. Jetzt aktivieren wir Ihre Konto, jetzt oder nicht? Können wir erstmal dein Gehirn aktivieren? Wäre das möglich?
Haben Sie PayPal oder eine Kreditkarte? Ja, ich habe PayPal. Ich habe PayPal, ich habe GayPal, ich habe alles. GayPal? Ich habe auch GayPal, Lesbian-Pal, ja. Sein Name ist Dorian. Ich bin Lesbian, nicht gay. Das ist klasse, cool. Dann können wir ja Freunde sein, no homo. Wie alt bist du? Ich bin 36 und 2 du? 2 oder 1? Das ist dein IQ. Sind Sie gay? Was, Nipplegate? Bist du gay? Nein, mein Kollege. Ja, du bist gay. Ciao, nee, ciao. Nee. Verschwinde, die scheiß Betrüger. Meine Güte, war die... Du, ich hab ein Gmail. Wer ist da? Hallo? Es ist Benjamin. Wir haben gerade gesprochen. Ja? Oh, tut mir leid, wenn wir vorhin gesprochen haben. Ich bin von einem Vergessenszauber getroffen worden. Um was ging das? Es geht um Handel am Finanzmarkt. Bist du ein Roboter? So, ja, mit der Roboter. Mr. Roboter, bist du ein Pentium oder ein Macintosh? Können Sie euch in Ihrem Gmail sehen? Scheiße, ich glaube, da ist irgend so ein Hauself am Telefon. Hallo? Akio Gehirnzellen, sag das mal, vielleicht hilft das. Wer ist der Typ im Hintergrund, der irgendwas von 5% erzählt? Es ist sehr, sehr lustig, mit Sie zu sprechen. Ich weiß. Lass uns ernst. Alter, so wie du sprichst, muss ich mich tierisch beherrschen, dass ich nicht in die schrecklichsten Lachfontänen ausbreche. Was ist schiefgelaufen bei dir? Bist du als Kind geschlagen worden? Oha. Ich meine, ich würde dir wirklich gerne helfen, aber da musst du auspacken. Lass uns seriös werden, okay? Sirius? Nee, der kommt erst nachher. Wir sind noch im ersten Schuljahr, verdammt. Sirius. Ja. Sirius. Ruhig in Hogwarts. Okay. Was ist mit Hogwarts? Wir sind in der Schule jetzt. Und ja, Sirius. Sein. Ja, ja, ich versuche jetzt ja gerade, wir sind jetzt ja gerade offensichtlich bei dem, was du machst, ist das ja hier offensichtlich Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wer ist denn unser Lehrer? Ah. Komm, ich will ein bisschen spielen. Wer ist unser Lehrer? Und wir rollen Spiele zusammen. Aber leider, ich bin zur Arbeit. Ja, ich auch. Ich bin auch bei Arbeit. Wie lange musst du heute arbeiten? Ich muss ruhig, wenn sie kein Interesse gezeigt haben. Doch, ich habe Interesse, verdammt. Aber wir können ja nebenbei ein bisschen Harry Potter RP machen. Ich kann dir auch die IP-Adresse von unserem Garry's Mod-Server geben. Da können wir in Hogwarts rumlaufen und irgendwelche Lehrer verzaubern nachher zusammen. Weißt du, du bist ein sympathischer Junge. Hast du Garry's Mod für Half-Life? Das wird vielleicht sehr viel Spaß machen. Auf jeden Fall sogar. Aber kann ich leider nicht das tun. Na, jetzt nicht, du musst ja arbeiten, aber heute Abend können wir machen. Mhm. An welche E-Mail-Adresse hast du eine E-Mail geschickt? Lass uns mit unserem Roboter erst beginnen und dann können wir ein bisschen mehr sprechen. Alles klar. Welche E-Mail-Adresse hast du geschrieben, Bratan? Ich habe zu Ihrem Hans Maulwurf 945@gmail. Oh. Die Link. Ja, warte, muss ich eben mal raussuchen. Das kriegen wir hin, ne? Mhm. Und du bist ein Hufflepuff, hast du gesagt, ja? Ravenclaw. Du bist ein Ravenclaw, na, das ist interessant. Yeah. Das ist so. Hast du dir das selber ausgesucht oder hast du den Test gemacht? Nein. Ich liebe Wiesen. Du liebst Wiesen? Was ist das für ein Wort? Was? Wissen. War Weisheit. Weisheit oder Wissen, ja. Das ist ein wichtiges Feld für einen Bankmenschen, ha?
Ich habe hier ein E-Mail von FedEx. Bist du FedEx oder was? Mein Name ist Benjamin. Ja, das weiß ich, aber ich habe keine E-Mail bekommen. Okay, ich kann das Link wie SMS senden. Einen Moment. Einfach E-Mail nochmal schicken. Oder schick mir eine Eule. Schick mir eine Eule, Mann. Ja, ja, ich schicke dir E-Mail-Eule gerade. Eine E-Mail-Eule, hammergeil. Mhm. Oh, ich bin ja bei Hogwarts Legends hier, ne? Bin ich ja vorhin erstmal in die große Eulerei. Oh, jetzt werden mich ganz viele Leute hassen, weil ich dieses Spiel spiele, aber das ist mir sowas von scheißegal. Sollen die ganzen Schneeflöckchen schmelzen, die sich wegen sowas angepinkelt fühlen, oder? Okay. Hast du auch PewDiePie abonniert? Oh nein. Warum nicht? Ah, ich, eine meiner liebsten YouTuber sind Deutscher. Welche denn? Kijor ist deine ich liebe. Kennst du Telefonziege? Telefonziege? Ja, kennst du den? Ah, nein. Das ist auch guter Junge, der macht so Comedy, so ein bisschen was zu lachen. Okay. Aber deine Internetseite, ich habe gerade mal eingegeben, switzpro.net, die Internetseite gibt's gar nicht. Was ist da los? Es geht nicht. Ne, geht das nicht. Ist seltsam. Lass mich sehen. Hat der Muggelhausmeister wieder kaputt gemacht. Haben Sie meine Eule erhalten? Ja, ich habe Ihre Eule erhalten. Das Viech hat gebissen, verdammt. Musst du besser trainieren. Wie heißt deine Eule? Wie ist Ihr Name? Ey, was ein Typ, ey. Thomas Bauer ist am Apparat. Thomas Bauer? Genau. Ja, was kann ich tun für Sie? Ich melde mich von der Sicherheitsabteilung von FATF und ich würde gerne sprechen mit Herrn Dimitri Putinow. Einen Moment, bitte. Hallo, wer ist da? Hallo, Thomas Bauer ist am Apparat. Sie sind ja, ist klar. Putinow? Absolut. Wie bitte? Absolut! Ach so, sehr gut. Wie geht es Ihnen? Mir geht's super toll. Und selber? Danke, mir geht's auch super toll. Das ist doch schön. Was geht? Erzähl. Okay, ich habe schon gesagt, ich melde mich von der Sicherheitsabteilung, weil wir bekommen Informationen, dass Sie haben von Ihrer Seite etwas investiert mit Kryptowährungen und Sie haben momentan Probleme mit Auszahlung, ja? Ja, ich habe noch kein Geld gekriegt von denen. Genau. Haben Sie schon probiert, ja, diese Summe auszahlen? Ja, klar. Die haben hier gesagt, so 2 Wochen ist so zum Testen, zum Ausprobieren. Und dann, wenn das nicht so gut ist oder nicht gefällt, dann kann man das wiederholen. Aber es hat nicht geklappt, Mann. Genau, deswegen nicht, wir müssen überprüfen, ja. Falls Sie bekommen diese Summe nicht zurück, deswegen wir müssen überprüfen, alles in Ordnung oder nicht und warum nicht bekommen, ja. Deswegen das. Ah. Genau, ja, weil normalerweise das funktioniert so. Es braucht keine 2 Wochen, normalerweise es braucht maximal 24 Stunden, maximal 2 Arbeitstage. Deswegen wir müssen überprüfen jetzt. Ah, okay, weil das sind jetzt schon, ich weiß nicht, 3 Wochen oder so, habe ich gesagt. Hier, Leute, komm. Gefällt mir nicht so, gib mir mal mein Geld wieder, ich will anderswo probieren, aber die haben mir nicht wiedergegeben, Mann. Genau, deswegen kontaktiere ich Ihnen, Herr Putin. Gut. Ich muss alles überprüfen. Sehr gut. Jetzt sind Sie erreichbar, ja? Haben Sie Internetverbindung dabei? Nee. Am Computer ist Internet. Genau, haben Sie Computer dabei? Ja klar, ich habe den immer dabei, hier ist an der Leine, wie mein Fifi. Er ist im Arbeitszimmer, muss ich anmachen. Brauchen wir Computer? Sie brauchen Computer, ja, bitte einschalten. Oh, ja, okay, warte kurz, ich habe gerade hier... Okay. Ich mache gerade Gyros, dann muss ich kurz erst die Pfanne ausschalten und alles. Okay, ich warte Ihnen.
Willst du auch ein bisschen Gyros haben? Wie bitte? Möchtest du auch Gyros haben? Nein, erstmal bitte einschalten in Ihrer Computer, weil ich höre ganz schlechte Stimmen. Du hörst schlechte Stimmen? Da solltest du mal zum Doktor gehen, Mann. Hallo? Aber die Computer einschalten. Was hörst du denn für schlechte Stimmen? Weil so mein Großvater, der ist Exorzist, der kann dir da helfen. Ja, das machen wir später. Sauber, machen wir Exorzismus nachher. Ich habe den Computer jetzt angemacht, was soll ich tun? Okay, haben Sie auf Ihrem Computer irgendwelche Verbindungsapplikationen, AnyDesk oder TeamViewer? Das Wort, das du suchst, heißt TeamViewer, das habe ich, ja? TeamViewer. Okay, öffnen bitte TeamViewer. Alter. Nimm doch mal die zerkaute Tomatenmarkpackung aus der Schnute, das ist ja unglaublich bei dir. Okay, und diktiere mir diese erstmal diese ID-Nummer. Ich bin ein richtiger Diktator, Alter, da kann ich, das mache ich, das glaub mir mal. So, warte mal. 105? Hm? 025? Hm? 301. Von wo rufst du an, Bratan? Wie bitte? Von wo rufst du an, Bratan? Das ist schon wieder zu schwierig. Ich melde mich von der Sicherheitsabteilung. Von welcher Firma? Welche Sicherheitsabteilung? Von welcher Firma? Ich melde mich von der Sicherheitsabteilung FATF, Financial Action Task Force. Diese Nummer, was Sie haben schon geschrieben, diktiert, ist nicht korrekt. Können das ist das total korrekt. Oder? Richtig aufschreiben. Das für, 105. Das 025301. Und dann gibt's hier noch ein Passwort, dann brauchst du das wahrscheinlich auch noch, ha? Ja, aber ich sehe das, die sind nicht korrekt. Natürlich, das steht hier vor mir. Fernsteuerung zulassen in Ihre Idee. Lies nochmal vor, was hast du aufgeschrieben? 105025301. Nach der 5 kommt noch eine 8. 25. 8301. Das ist das dritte Mal, dass ich es vorlese. Jetzt funktioniert, Sie haben 8 nicht gesagt. Ich habe das gesagt, Alter, ich höre gleich die Aufzeichnung an. Ich habe hier ganz viele Zeugen, die sagen werden können, dass ich das gesagt habe, aber ist egal. Okay, das bedeutet, ich habe schlimme Probleme, ja? Ja, du hast schlimme Probleme, das stimmt. Okay, wir probieren das später. Okay, jetzt buchstabieren ein Passwort, bitte. Buchstabieren? Ich liebe dieses Wort, ne? Ziegenböcke. QPZ 781. Als Namen zum Beispiel. QPZ 781. Quasimodo Penis Zigeuner 781. Okay. Quasimodo hast du direkt verstanden, ne? Öffnen Sie jetzt bitte Internetbrowser, welcher benutzen. Was soll ich machen? Nimm mal den Schwanz aus dem Mund. Ich verstehe dich nicht. Beruhigen Sie sich bitte und öffnen Internetbrowser. Ich benutze aber nicht Internet Explorer. Das ist doch total alt. Nimm immer Chrome oder Firefox. Firefox öffnen bitte. Oh, er hat bitte gesagt. Ja, warte, dann machen wir das doch. Das ist ein schlechter Tag heute. Du hast schlechte Laune, oder was? Okay, jetzt zeigen mir, was haben Sie von Ihrer Seite für Auszahlung gemacht und wir müssen überprüfen. Haben Sie das korrekt gemacht? Das ist so lange her, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war hier bei Iron FX. Kennst du das? Genau, das ist nicht eine lizenzierte Handelsplattform. Jetzt das ist was? Mir, benutzen Sie irgendwelche legale Kryptokonto, zum Beispiel Coinbase, Binance oder andere? Nee, was legal ist, wollte ich gar nicht haben, weil wir müssen ja hier den Nachschub finanzieren. Verstehst du das? Ja, deswegen ja. Zeigen mir irgendwelche legale Konto, wo Sie ihr haben. Hab ich nicht. Ist alles illegal hier. Das überfordert ihn jetzt. Bitte, falls Sie möchten diese Summe zurückbekommen. Ja klar, gib mir das Geld wieder. Ja, wo bekommen Sie diese Summe? Zeigen mir, wo Bankkonto, IBAN. Ja, nein, mit IBAN nicht funktioniert.
Geht. Erstmal, wir müssen überprüfen, ob das Konto existiert unter Ihrem Namen oder nein. Natürlich existiert das. Kannst du mit deinem IBAN besser rausfinden. Krypto ist anonym. Bei IBAN steht ein Mensch dahinter. Bei ja, euch ja nicht. Auf Ihre Online-Bank. Ja, bestimmt logge ich mich bei, mit dir zusammen beim Online-Banking ein auf meinem Computer. Wovon träumst du nachts? Und tut es dir gut oder nicht? Herr Putino. Was ist denn los? Thomas Müller. Ich bin nicht Thomas Müller. Wie war nochmal dein ausgedachter Name? Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, sie haben etwas Probleme, ja. Ja, du bist ein scheiß Betrüger, das bist du. Ach so, wie, ja. Ja, warum machst du sowas, Mann? Hast du keine richtige Arbeit gefunden? Bist du nicht zur Schule gegangen oder so? So. Vielleicht mal eine Ausbildung? Hast du sowas probiert wenigstens? Irgendwie so Tellerwäscher oder so. Oder Toilette putzen. Ich glaube, da könntest ja, du... Sie sind putzen, ja? Nee, ich gehe nicht putzen. Putzen. Ich mache YouTube, ja. Verstehst du das? Da legen sie dann immer auf, aber hey, was willst du mit so einem Idioten noch weiter sprechen? Der ist ja sowas von dumm.